Ne? Ich bin jetzt derzeit nicht wirklich an einem Punkt, wo ich sage, es macht mir keinen Spaß, sondern ich bin so ein bisschen unorientiert, ein bisschen tatsächlich immer noch planlos oder elanlos, was denn wo irgendwie tun, wie denn irgendwo irgendwas tun und. Ne, wo mache ich das nächste große Ding, wo ich jetzt echt Bock drauf habe, dran zu werkeln, weißt du? Ich will jetzt auch nicht ständig halt irgendwie ein neues Haus anfangen, ne, und dann hier das 1030. normale Haus einfach mal hinbauen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 4, 5 Häuser oder sowas, die einfach nur irgendwo rumstehen. Ne? Ich finde, ne, sowas wie die Pyramide, die Burg und sowas, an der wir halt arbeiten, das sind halt so Dinge, die haben einen dekorativen Mehrwert, mehr oder weniger. Also, in Anführungszeichen halt, ne? Mehrwert lässt sich sehr stark drüber streiten. Und ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, halt alles wirklich so auszudrücken, ohne dass halt dann die Leute daherkommen und sagen, du hast schon damit abgeschlossen, es wird alles ein Ende haben, das Ende ist nah. Das ist sehr. Nein. Das natürlich nicht. Ich mache mir halt nur Gedanken für, was ist wenn. Das ist jetzt echt übertrieben gesagt, aber das ist ein bisschen so wie, wenn man sich halt Gedanken macht, ja, was ist, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, wenn ich in die Arbeitsunfähigkeit reingehe und sowas. Es ist, das ist echt ein sehr harter Vergleich damit, aber, einfach nur, man macht sich halt Gedanken, weißt du? Nur weil man sich Gedanken um Arbeitsunfähigkeit macht, heißt es nicht, dass du dann von heute auf morgen erstmal arbeitsunfähig wirst. Ne? Nur mal so als Beispiel. Ich habe keine Schere dabei, schade. Ja. Und ich teile halt gerne diese Gedanken halt auch mit euch. Ne? Einfach weil, warum nicht? Ich habe ja so nichts zu erzählen. Ja. Was auch noch sowas ist, worüber ich schon eine gefühlte lange Zeit halt drüber reden wollte, ist tatsächlich auch der Jahreswechsel. Na, also sonst hatte ich ja immer, also immer zwei oder dreimal oder sowas, hatte ich dieses Hallo, ja, Gedöns und tschüss. Keine Ahnung, 2016, hallo 2017 wäre es in diesem Jahr gewesen. Ja, und dieses Jahr komplett ausgefallen. Es lag in erster Linie daran, dass ich halt wirklich zum Ende des Jahres von 2016 extreme Stressprobleme hatte. Ja, mit Arbeit und allem und drum und dran. Ich hatte ja keine Zeit mehr für irgendwas. Das war richtig furchtbar. Und zum einen lag es aber halt auch daran, worüber willst du erzählen? Über viele Dinge, über die ich mir halt immer wieder Gedanken mache, worüber ich sinniere quasi, hast du quasi schon 500.000 Mal erzählt. Und des Weiteren habe ich bis zum heutigen Tag immer noch nicht mit 2016 abgeschlossen. Das aus dem Grund, weil ich mich so ein bisschen frage, wo ist 2016 hin? Und dann noch schlimmer, es ist im Prinzip nichts passiert in 2016 für mich persönlich. Also so wirklich noch weniger als gar nichts. Ist so ein bisschen so, als wäre derzeit immer noch so die Zeit ein bisschen stehen geblieben und ich gar nicht mehr so richtig
realisiere, wie schnell dann dennoch halt die Zeit an mir vorbeireist. Es ist furchtbar, dieses Gefühl. Ne? Also es ist wirklich abartig. Und wahrscheinlich wird es mit zunehmendem Alter auch nicht besser. Aber ja, ich hatte auch mich tatsächlich eine halbe Stunde hingesetzt und quasi so ein Jahresresümee quasi angefangen, so wie ich das halt sonst auch immer mache. Und hab's dann halt mittendrin einfach abgebrochen, weil ich mir dachte so, nee, das, nein. Einfach nur nein. Es ist nicht richtig. Es fühlte sich nicht richtig an. Es war einfach, nee. Einfach nur nee. Wirklich einfach nur nee. Ja, und für mich war halt 2016 nicht so das Jahr, wo ich jetzt sage, wow, da sind so viele Promis in Anführungszeichen verstorben oder sowas. Oder, keine Ahnung, das Jahr der Toten oder sowas, wie es halt sonst irgendwo hießen hat. Es starb nicht wirklich mehr oder weniger als sonst. Es starben halt vielleicht mehr bekanntere Personen oder sowas. Aber sonst... Weißt du? Und das ist halt für mich so komplett unbedeutend. Nicht, weil ich mit den Personen, die halt dort verstorben sind, nichts anfangen kann, sondern eigentlich vielmehr, weil, ist halt so. Ich glaube, ich habe mich mit dem Tod mehr abgefunden als manch anderer. Was traurig klingt und vielleicht auch erschreckend. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Und davon jede Menge. Das ist so. Und ich muss schon wieder schlafen gehen. Ist es doch nicht wahr? Ja. Wir werden... War hier eigentlich der See, in dem ich da die Gift... Galle und sowas kippen wollte, ich glaube, ne? Ich guck mich hier gleich nochmal ein bisschen um. Eventuell werden wir hier auch nochmal ordentlich terraformen. Eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Mal wieder. So, was wir eigentlich auch nochmal machen können. Boah, komm mal an die zwei Spitzhacken her. Können wir eigentlich auch reparieren, ne? Reparieren wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege halt gerade, wofür ich meine Erfahrungspunkte ausgebe, aber ich habe keine Ahnung. So. Beiläufig kann ich auch schon mal wahrscheinlich erwähnen, am kommenden Sonntag wird es wahrscheinlich wieder ein Live-Let's Play geben zu Minecraft. Wann genau? Wahrscheinlich wieder so um 10 Uhr oder sowas. So relativ, ne? Morgen Live-Let's Play und sowas. Aber ich muss einfach zugeben, mir gefallen diese Live-Let's Plays zu Minecraft. Es ist halt außer noch eine Überlegung gewesen, dass ich dann halt, wenn es wirklich einfach, ne, nicht mehr geht oder keine Ahnung was, einfach, ne, sonst so die Luft einfach raus ist, dass ich einfach fast nur noch Live-Let's Plays zu Minecraft mache oder sowas. Quasi immer eine Zuschauerschaft habe, mit der ich dann halt gleich agieren kann oder sowas. Ne? Und ja, die Möglichkeit besteht. Also theoretisch. Praktisch müsste ich mir das halt mal genauer überlegen. Aber es wäre möglich. So. Ich gucke mich hier gerade um, einfach nur, damit ich wieder weiß, wo ich alles irgendwie haben.
frühen Morgen Explosion, weißt du? Und jetzt auch noch zwei davon. Was war das? Tintenbeutel? Warum? Wer hat hier einen Tintenbeutel getötet? Dingens hier. Und wer bist du? Einfach so eine Amazone oder was? Diese Lianen hier müssen wir auch noch beseitigen. Ich glaube wirklich, die haben hier ein bisschen was zu tun mit den Creepern. Die machen sauber. Sind Putzfrauen. So, das heißt, alle Frauen sind Putzfrauen? Nein. Aber das sind Putzfrauen. Die machen halt, ne, säubern vor Creepern oder sowas. Ich weiß es doch auch nicht. Alter. Wobei, grundsätzlich gefällt es mir eigentlich. Weißt du, wenn er halt das Industriegebiet immer mehr und mehr Krater hat. Weißt du? Ein bisschen so Wasteland-mäßig, so ein bisschen. So wirklich so komplett verunstaltet, die ganze Landschaft, hat was. Doch, ja, der Gedanke gefällt mir. Und wenn sich hier auch noch die Krater von selbst quasi generieren, ist okay, kann man machen. Da fühle ich mich fast sicher. Auch nur fast. Ja, ja. Ja, ne, jetzt, ne, bezüglich Minecraft halt wieder. Ich weiß, es gibt halt auch viele, die einfach nur auf dem Kanal sind, um Minecraft zu schauen. Also wirklich zu schauen. Und nicht einfach nur drunter zu schreiben, hey, mein Kanal und so. Hey, hey, ist auch ganz toll. Oh, was hatte ich neulich für einen Kommentar bekommen? Ja, wir planen Minecraft Kurzfilme zu machen und sowas. Bräuchten da dich als Schauspieler, ne? Mein Kollege hat auch schon 300 Abonnenten. Ich habe selbst 1000 Abonnenten, also wir sind nicht unbekannt. Ne? Und du als kleiner YouTuber, du hättest auch was davon. Ein bisschen Reichweite. Weißt du, wenn du dann halt dann die YouTuber hast, die halt meinen, jopp, wir haben so und so viele Abonnenten, wir sind jetzt die Kings von YouTube. YouTube, Alter. Ey, wir haben 3 Abonnenten, so gefühlt, weißt du? Boah. Weißt du, die Sorte YouTuber, die sich halt wirklich halt nur darum scheren, ja, ne, oder halt, nicht unbedingt darum scheren, sondern Ei darauf pellen, wie viel Abonnenten sie gemacht haben. Und dann mit ihren niedrigen Abonnentenzahlen sich fühlen, als wären sie der King. Ja? Ich meine, ich selbst fühle mich mit 12.000 Abonnenten auch nicht, als wäre ich der King. Nicht mal, wenn tatsächlich dann irgendwie die Viewerzahlen dann irgendwie auch dementsprechend wären, wie auch die Abonnentenzahlen. Aber weil erstens ist es im Vergleich nichts. Zweitens fühle ich mich dadurch schäbig. Und drittens fällt mir bestimmt auch noch ein. Später. Oder so. Ich weiß es nicht. Na, aber ja, jedem das eine. Aber jemanden zu bezeichnen als kleinen YouTuber, der wesentlich größer ist als man selbst, und damit seine eigenen Reichweite auch noch angibt, die nicht vorhanden ist. Ja? Das finde ich echt schon schäbig. Wahrscheinlich einfach nur, ne, Kommentare geschrieben und unter 30 Videos einfach gepostet. So wie es einfach typisch ist. Ne? Ohne halt wirklich auf den Content zu achten, sondern einfach nur, weil sie haben ein Projekt vor dem Auge, würden das gerne umsetzen und scheiß drauf, ob das halt wirklich dann dem entspricht, was man haben will. Hauptsache ist, man hat jemanden angeschrieben und man hätte theoretisch die Möglichkeit, dass dieser eine auch noch Ja sagt und sich dann Keks freut oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber du. So ist das.
Sind in letzter Zeit viele Meteoriten runtergekommen.